Warum muss ich meine Kinder beim Rentenantrag für die Altersrente benennen? Was geht das eigentlich die Rentenversicherung an, dass ich Kinder habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe da eine ganz interessante Anfrage von einem Herrn reinbekommen, der so ein bisschen vielleicht eigenartigerweise oder pikiert oder empört mir mitteilte, warum er denn die Kinder bei dem Rentenantrag mitteilen musste oder mitteilen muss. Ja, meine Damen und Herren, das ist doch relativ einfach. Die deutsche Rentenversicherung oder ihr zuständiger Rentenversicherungsträger interessiert sich ja im Kern eigentlich gar nicht dafür, ob und wie viel sie Kinder haben, sondern hier geht es nur um zwei Dinge im Wesentlichen. Um erstens, wenn sie Kinder haben, können sie aufgrund der Elterneigenschaft einen günstigen Pflegeversicherungsbeitrag bekommen, wenn sie in der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung als Rentner pflichtversichert sind. Dann haben sie Anspruch, wenn sie ein Kind haben, können auch zwei Kinder sein oder drei, das spielt keine Rolle, haben sie Anspruch auf den günstigen Pflegebeitrag. Ja? Zweite Sache. Damit sie überhaupt in die Krankenpflichtversicherung der Rentner reinkommen, muss ihre zuständige Krankenkasse beim Rentenantrag prüfen, ob sie die sogenannte Vorversicherungszeit erfüllen für die Krankenversicherung der Rentner. Wenn sie diese Vorversicherungszeit nicht erfüllen, mit ihren eigentlich vorhandenen Zeiten in der gesetzlichen Krankenversicherung als Pflichtbeitragszeiten, als freiwillige Beitragszeiten oder als familienversicherte Zeiten, können ihnen ihre Kinder sehr gute Hilfe leisten. Wer also ein Kind hat, egal ob das 18 ist oder schon 80 ist, spielt überhaupt keine Rolle, kriegen sie für dieses Kind 3 Jahre pauschal Vorversicherungszeit für die KVDR anerkannt. Wenn sie 2 Kinder haben, sind das 6 Jahre. Wenn sie 3 Kinder haben, sind das 9 Jahre. Da wird das schon ganz interessant. Und viele von ihnen kommen nämlich mit ihren Kindern dann in die KVDR rein, obwohl sie an sich dort aufgrund fehlender Krankenversicherungszeiten in der gesetzlichen Krankenversicherung gar nicht reinkommen würden. Aber so geht's. Und das sind genau die 2 Gründe, die für mich erstmal vordergründig dastehen, warum sie ihre Kinder bitte beim Rentenantrag angeben sollen. Das heißt also, die gesetzliche Rentenversicherung macht das nicht aus Jux und Dollerei, um sie zu ärgern, sondern die wollen einfach nur für sie im Grunde genommen rentenrechtlich gesehen und auch krankenversicherungsrechtlich gesehen wegen günstigerer Beitragssätze nur das Beste. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine super rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.